Okay, Reg, ich bin hier und du hattest recht. An der Needle ist jede Menge elektrisches Zeug und etwas, das aussieht wie eine miese Aluminiumverkleidung. Du musst irgendwie auf die Spitze der Needle. Bei dem Wetter kletter ich einfach hoch. Hey, nein, 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 nein. Mach keinen Quatsch. Hey, Mann, ich mach keinen Quatsch. Ich bin genial. Was wäre die Erklärung dafür, wenn ich von manchen Conduits, wie zum Beispiel Hank, die Kraft übernehmen könnte, aber nicht von anderen, wie zum Beispiel einem dieser DUP-Soldaten? Oh Gott, du hast es also doch versucht. Hey, ich will kein, ich hab's dir ja gesagt, hören, Reg. Ich will nur eine Antwort. Hatten die DUPs die Dinger nicht lahmgelegt? Naja, ich schätze, hypothetisch, theoretisch kannst du nur Conduits die Kräfte entziehen, die sie von Natur aus haben. Oberste Conduits wie Hank oder hoffentlich Augustine. Die DOP-Typen haben schwächere Kräfte von Augustine, also können sie sie nicht an dich weitergeben. Das heißt also, wir müssen weitermachen. Verstanden. Treib's nicht so weit. Und nächstes Mal lüg mich nicht an, okay? Mann, von drinnen ist das ja noch hässlicher. Das werde ich schön wegpusten. Hallo, hier ist Betty. Wo steckst du? Oh, hi Betty. Ich bin, an der Space Needle. Oh, na, dann melde ich mich später. Bring mir eine Postkarte mit. Okay, wenn der Souvenirladen auf hat. Tschüss, Betty. Mach's gut, Schatz. Was für eine Wohltat für meine Augen. Schon viel besser. Ich bin auf dem Aussichtsdeck. Fühl dich nicht so sicher. Okay, dann steche ich der Needle mal das Auge aus. Und das hier hält wohl alles zusammen. Was? Henker! Dich kenne ich ja noch gar nicht. Reg, Mann, wir haben hier oben eine Armee. Gut, bist du da ja richtig. Oder die wollen bloß nicht, dass jemand mit ihrem Zeug spielt. Konzentrier dich, Delson. Siehst du eine Chance, die Kommunikation lahmzulegen? Ja, ja, da ist so eine Ankerwinde. Die scheint alle Antennen zu halten. Ich glaube, so wird das nichts.
Neue Kräfte haben noch niemals geschadet. Das wird absolut fantastisch! Und? Noch gar nicht so schlimm. So, ist das nicht besser? Echter Kick. Ankerlicht. Okay? Das DUP kontrolliert noch 98%. Aber wir haben sie von der Space Needle gekickt, Mann! Ihr Kommunikationszentrum ist zerstört, okay? Sie sind vielleicht taub, aber nicht blöd. Das DUP komplett aus Seattle zu vertreiben, braucht Zeit. Wir sind gerade angekommen. Du weißt doch, was man sagt. Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem einzigen abgefahrenen Tag. Wer sagt das? Die Chinesen? Hey, Reg. Siehst du das von da unten? Ha, machst du Witze? Das kann man auch in Portland sehen. Das DUP soll wissen, dass ich hier bin. Wer zum Teufel ist das? Der war nicht bei den dreien, die geflohen sind. Echt cool, aber was bedeutet dieses Symbol? Weiß nicht. Der Bannermann war schon weg, bevor die DUP-Verstärkung kam. Dalton, ich habe mich nach den entflohenen Bioterroristen umgehört. Meinst du, ich brauche einen PR-Manager? Was zum Henker redest du da? Die Leute hier nennen mich Bannermann. Und das klingt ja wohl echt mehr als lang. Ist vielleicht nicht die beste Idee, dich jetzt an der Space Needle rumzutreiben. Ich meine, warum nicht der rauchtastische Typ oder nur der Raucher? Hör zu, ich versuche weiter, die entflohenen Bioterroristen zu finden. Leg du doch da noch ein paar DUP-Operationen lahm, bis ich mich wieder melde. Ich habe eine Spur zu einem der Bioterroristen von dem Busunfall. Dann schieß mal los. Ich bin noch auf dem Revier. Ich kann nicht gut reden. Wir treffen uns vierte Ecke Vickers. Thank you.
Alles sauber. Delta 9, Statusmeldung.